So. Ich habe mich entschieden, wir gehen den guten Weg. Wir gehen nicht den bösen Weg, wir gehen den guten Weg. Das heißt, wir sprechen jetzt an. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? Ja, ich habe die Glocke geläutet, genau. I am the primordial serpent. Fremd, genau, Fremd hieß er. Close chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate and the very reason your kind have appeared. Chosen Aussprache undead. Damals. Your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse. Ja, das ist der gute Weg, den alten Weg von Gwyn einzunehmen, quasi. Ich töte Gwyn und werde neue Gwyn, also neuer. Now be still. Was machst du, Johnny? Nein, Johnny, tu es nicht! Nein, 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 nein! Fremd, wehe! Du tust es nicht, und er ist nicht. Cool. Steht da voll drauf. Haben mich vermampft. Was passiert jetzt? Tauchen runter hinein in die Tiefen der Nacht. Und wir hatten von ihm ausgespuckt, was schon sehr ranzig ist. Bist du eine Gurkenfee? Genau das ist das Herrschergefäß und das habe ich die ganze Zeit immer rumgetragen. Also jetzt müsst ihr mal überlegen, so ein riesen Gefäß trägt man mit sich rum und kann einfach easy peasy kämpfen. Seht ihr die vier Wege, die wenn die geöffnet werden? Ja. Am Rasten, Darbieten, was auch immer das sein soll, habe ich noch nie getestet. Teleportieren. Kann man der Prinzessin an Orlando Feuerball schreien? Arme Orlando könnte ich machen. Wo gehen wir als erstes hin? Vier Könige traue ich mich noch nicht, aber eigentlich müssten wir die machen. Müssen nicht die vier Könige, müssten eigentlich den Weg zum vier Königen öffnen erstmal. Vier Könige, Sif, die Feuerseele, die Feuerhexe, Nito. Wie lässt die Feuerbahn schreien, nur machen und den Weg zum vier Königen frei. Joa. Erstmal das günstigste, was wir machen können. Aha. Rasten wir erstmal hier. Wer rastet, der rostet. Aber wir rasten nicht. Wir rasten. Da 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 bam 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 bam. So. Jetzt gehen wir runter. Da steht auch einer, der runtergeht. Sieht immer sehr aus wie einer, wie irgendwie Graf Dracula oder genau, das Castlevania. Hui! So, dann geht's mal hinten lang. Wanderflug zweimal. So. Ja, mit Wanderflug kann man jetzt Geister töten. Also es gibt Geister im Spiel, die sind nur entweder durch okkulte Waffen, also durch heilige Waffen, oder durch den Wanderflug tötbar. Ich brauche den Wanderflug jetzt, denn ich werde jetzt schnetzeln. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? 8. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das sind ja solche Geister.
Wenn man gut ist, kann man durch den goldenen. Ach, ich bin den Ring ja gar nicht mehr drin. Nochmal Wanderflüche bekommen. Was werde ich jetzt machen? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich. Nein, da die Folge der Seele habe ich ja nicht. So, ihr seht, warum ich die Kronsense liebe. Da ist der Einwanderflug fallen. Seht ihr auch, was der ekelhafte Spot ist? Die Kamera zieht wieder nach unten und man verkackt halt. Ja. Haben wir noch eine große Zauberwaffe rein. Gehen weiter. Wir müssen das Wasser jetzt ablassen hier. Wenn wir das Wasser abgelassen haben, können wir auch runter zum vier Königen, die ich nicht machen werde, weil die noch viel zu stark sind. Das kann ich euch. Das weiß ich definitiv, dass sie zu stark sind. Das kann ich auch aus gutem Sinne sagen, weil ich habe die vier Könige oft genug gemacht und da reicht einfach nichts dazu gerade. Bewegt sich nicht, weil das Wasser noch anders. Nein, Johnny! Wie nervig das ist, wenn da so viele Geister sind. Das war nicht mal das größte, teuer, das schlimmste hier. Das war ja das einfachste von allen. Es gibt noch viel krassere Dinge, die mir mal gekommen. Da sterbe ich, denn da ist das Wasser noch an. Ist ja noch aktiv. Sterbe ich jetzt hier runterfalle, ja. Und unsere Begierde ist die Kiste da drüben. Denn da ist ein Schmiedematerial-Item drin. Also da ist die neue Glut drin, also Schmieden. Das heißt, wir können die Waffen auch plus 11 machen. Das ist die Gunst der Begierde, die wir haben. Und da seht ihr eigentlich, wo ich hin möchte. Eigentlich möchte ich den dort oben, möchte ich eigentlich töten. Ich weiß nicht, ob ich ihn töten kann. Ne, da muss ich den Ballenbogen doch nehmen. Headshot. Also wenn es wirklich noch, wenn das ungepatcht ist. Komm, Headshot für Headshot. Noch drei Pfeile. Noch ein. Genau, jetzt habt ihr den Siegelschuss einmal bekommen. So geht auch eigentlich das Speedrun-Rig für Leute, die jetzt wirklich. Ich weiß nicht, warum die das machen. Aber das sparen wir uns auf jeden Fall. Nein, nein, Johnny! Ach, verdammte Scheiße. Ja, da müssen wir rüberspringen eigentlich. Also, ich konnte gerade echt nicht drücken. Ich glaube, ich habe zu wenig Ausdauer. Ne? Warum die einen Speedrun das machen, weiß ich nicht. Weil gehen sie mal her mit den schwarzen Feuerbomben. Werfen da hoch die schwarzen Feuerbomben, schießen damit Pfeilen auf ihn, töten den, kriegen den Siegelschlüssel und machen das Wasser frei. Weil eigentlich müsste man jetzt in die Kirche gehen. Es ist eine Art Kirche dort, habt ihr ja gesehen. Und wenn man das gemacht hat, kann man zu ihm hochgehen, aber in der Kirche sind wiederum, lass mich überlegen, so die 20 Geister oder so, also ich will es nicht übertreiben, mindestens 10, 15 Geister. Ja, auf euch ein katapultieren, besonders weil ihr müsst eine große Leiter hochgehen, denn in dem Weg kommen auch nochmal Geister. Das heißt, ihr geht runter und erwartet euch einen Kamin mit Suff. Also, wenn ihr aus dem Kamin raustretet, geht in einen Kamin rein erst, geht die Leiter hoch zu ihm und dann kommen die 10, 15 Geister auf einmal plötzlich so und rieseln auf euch ein. Das ist klar, das ist fast unmöglich. Quasi dadurch nehmen wir halt den Speedweg mit dem Banditen, der automatisch schon den Meisterschlüssel hat. Also die Leute, die den Speedweg hier nehmen, warum auch immer, dadurch kann man glaube ich mehr zum Gras ab dem Schild, aber viele brauchen das gar nicht. Weil ihr sagt, viele, na wohl doch, einige nutzen es.
Seht ihr, okay, ich krieg schön massiv Damage, wenn ich hier von den Geistern attackiert werde. Warum auch immer. Eigentlich will ich ein bisschen durchschacken. So, jetzt kann ich ein bisschen schneller rennen. Ich will eigentlich nicht gegen euch kämpfen, tut mir leid, Leute. So, da. Aber eigentlich möchte ich wirklich nur zurück zu der Treppe. Meine Seelen aufnehmen. Seht ihr, so rübergesprungen. Dann müssen wir irgendwann eigentlich in Kirche rauskommen, wie sie reingehen. Dann geht man hier lang. Geht hier runter. Aktiviert den Schalter, den Siegelschlüssel, lässt das Wasser ab. Das machen die alle im Speedrun. Und dann, joa, ist das geregelt. Seht ihr, ich zeige euch die Sequenz natürlich. Die meisten drücken den Speedrun natürlich weg. Jetzt geht ihr das Wasser auf. Es fliegt raus. Und joa. Wir kennen ja den Weg noch, wo die Drachen waren, das kleine Drachental. Da genau das ist da gegenüber von der Tür. Und jetzt lasse ich das Wasser ab. Das heißt, ich lasse die alte Stadt. Deswegen, ja, ich habe den Namen gerade vergessen, wie der auch hieß. Scheiße! Nein, hier runterspringen. Ja, die meisten springen jetzt hier runter und dann schnetzen sie sich hier durch. Das ist aber nicht mein Weg. Mein Weg wird ein anderer sein. So, ich lasse erstmal das Ding hier hoch. Dann soll das diese sein. Silberritter, nein. Was, das ist sogar schwerer, Silberritter? Ach da, die ist besser. Ui, dann nehme ich die. Auch wenn die scheiße ausschaut. Gut, die sieht scheiße aus. Die hat er schon beim Nasty. Ja, jetzt haben wir die Chance. Da seht ihr das Drachental übrigens mal. Von der Rückseite. Ja. Jetzt kann man, wenn man volle, man kann auch so, aus schwerer, kann man jetzt große Scherben fahren, nee, nicht große Brocken, graue Brocken. Gegen diese. Und ja, wenn man es den dunklen Weg nehmen würde und 30 Seelen in Menschlichkeit opfern würde, könnte man genau diese Rüstung plus das Schwert, also das komplette Outfit bekommen. Und ihr seht, wie abfuck, Hammer, geil das ausschaut. Ich dachte, das kann man kaputt machen. Habe ich falsch gedacht. So. Ich würde sagen, das ist ein Gegner, aber weil war das meine Sense. Und kaputt. Ja, kommt natürlich ein Kraum droppen würde. Ja, geil. Ich sage es und es kommt. Das ist wunderschön. So hat das Beispiel gesehen. Da kann man Kraumbrocken fahren. Das heißt, wenn man seine Waffe auf plus 14 machen möchte, braucht man die ja. Und auf 15 braucht man dann eine graue Scholle. Aber das ist nicht so dramatisch. Dann seht ihr erstmal, ich mache erstmal so meine Konserve. Boom, bam, boom, bam. 3 Hits mit Einhandwaffe. Und man farmt hier gleichzeitig auch gut Seelen. Gut. Das ist auch diesen fetten Schleim. Hat auch genau diesen Angriff wollte ich euch gerade demonstrieren. So macht das jetzt diesen. Ja, und er lässt Artillerie-Arfer. Kleine Artillerie-Arfer frei. Seht ihr wieder? Artillerie-Arfers Köpfe, Geister. Na los, Artillerie-Arfer schreie. Ich frage mich, was das darstellen soll, aber es sieht auf jeden Fall einiges an Damage aus.
Noch ein Artillerierohr. Er ist tot. Gut, er hat Blitzschild Schaden bekommen. Los, Artillerieoffer, tu dein Bestes. Yeah. Komm her, put, put. So. Nein. Und Attacke. Du warst tot. Und jetzt müssten wir eigentlich zur Kiste hier hochkommen, glaube ich. Nein, da ist nicht die Kiste. So, hier geht es hoch, genau. Ja, ich hatte auch gerade die Vermutung, dass dieser Spot der gleiche ist wie da oben, weil die sehen fast genau gleich aus, wie wenn ihr die Treppe runtergelaufen seid, aber dann halt rüber geht, wo ich vor uns zum Teleport, wo ich vor uns durch die erste Nähwand gelaufen bin. Und so sah es fast aus hier. War es jedoch nicht, ja, da geht es hier hoch. Für die nächste Sache, ich kann echt sagen, ich brauche sie, ich möchte sie besitzen. Dann heißt es aber auch graue Brocken jetzt farmen eigentlich. Die graue Scholle werden wir uns dann auch holen. Riesenglut, genau, das können wir nämlich die Glut quasi nutzen, um die Waffe höher zu pushen, also noch höher. Quasi von, ja. Seht ihr, wenn ich das mal vorlesen darf. Titanitbrocken zur Waffenverstärkung. Kein Vorkommen außerhalb Lordrans. Verstärkt Standardwaffen auch plus 14 und Kristallwaffen sowie Blitzwaffen auch plus 4. Seit diese Brocken in Lordran gefunden wurden, hat die Jagd auf die legendären Schollen begonnen. Oder sind sie eventuell doch nur ein Mythos? Ja, genau, die Schollen, das heißt noch plus 14. Das heißt, da fehlt aber noch eine Stufe. Es gibt ja plus 15. So, und dadurch der Mythos auf die grauen Schollen. Aber allgemein auf die Schollen. Ja. Und ich kann euch sagen, ich gehe erst zum Vier Königen. Das sind, ja, die nennen sich Vier Könige, weil es vier Gegner sind. Versteht sich. Ich will jetzt nicht so viel vorspielen für den Gegner. Ja, und da kann man es verstehen, dass. Der natürlich abfuck stark ist, das ist eine der vier großen Seelen. Oh mein Gott. Hallöchen. Hallöchen. Johnny! Johnny! Ich bin tot. Johnny, nein! Ja. Jetzt habe ich auch einen Shortcut geöffnet, dadurch das Wasser frei ist dann rechts. Also in dem Becken ungefähr landen wir nachher. Wenn ich den Shortcut, also die Abkürzung nehme. Ja, also ist relativ. Es ist eigentlich die beste Weg, den man nutzen kann. Beste Weg. Ich gehe natürlich sofort nochmal runter, denn wir brauchen immer noch graue. Brauchen noch graue Brocken. Das reicht eigentlich für zwei. Ich glaube, brauchen wir jetzt wirklich so 8 oder so. 1, 2, 3, 3. 2x 3 oder so, einmal 2. Also 6 auf jeden Fall. Weil erstes Level, zweites Level, drittes und viertes sind, ja, ich glaube 8 oder so brauchen wir wirklich. Ich glaube wirklich 8. Oder, ja, ich sammle einfach ein paar mehr wieder. Ja, ja. So. Sieht doch alles sehr viel netter aus. Ein bisschen Humor Ted Mosby, den Architekten, und der macht uns das hier schön. Sieh so, da noch ein paar Mauern, da noch ein paar Mauern, so, dann einfach eine Zelt an irgendeiner Wand, so. Und wir holen Tatios Tentakel, der kann das ja auch gut, hab ich gesehen. Sein Haus einfach mal so. Jetzt seht ihr, ich kann es nicht mal blocken, ohne diese. Ja, ohne dieses räudige etwas. Da seht ihr, es landet in dem Becken. Ich war sogar nicht gut. Jetzt haben wir hier Becken hier. Haben unsere 21.000 Seelen wieder. Das ist so minderwertig. Ja, das ist auch ein netter Angriff. Denn mit der Hand kann man Menschlichkeit absorbieren. Und deswegen finde ich den dunklen Weg auch göttlich. Also er tötet uns damit, aber man kann ganz normal NPCs die Menschlichkeit aus dem Leibe saugen damit.
Was relativ cool ist, denn das ist echt, das macht echt guten Damage. Also nicht Damage, der macht echt guten Seelenfarming. Ja. Machen wir das mal auf. Hallo mein Freund, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen da drüben? Hast du gut gedeitet? Oh, der nächste Bounty brauchen. Der ist aber tot. Ja, den nächsten Traum haben wir jetzt irgendwann safe. Denn hier ist auch noch einer. So. Gibt es ja noch einiges im Farm. Ihr seht, so, da ist noch einer. Na halt, der ganze mal der vordere Weg. Natürlich zwei, ja. So, jetzt stellt euch vor, ich hätte mit Ushigatani kämpfen müssen. Den kleinen Mini-Putzel-Ding. Okay, jetzt bin ich etwas angefickt. So, machen wir noch einen Backstab mit 473. Easy going. Da dürfte auch noch einer in der Ecke stehen, glaube ich, hinter einer. Nein, das war eine andere Ecke. Das war eine andere Ecke. Doch, da. Das war auch eine andere Ecke, wo noch einer steht. Na gut, jetzt wurde ich wieder gesmashed. Shit happens. Jetzt habe ich schon mal drei graue Brocken. Leider hat das Anfang, ist das Anfangs nicht so gut gelaufen, dass diese kleinen Kristall-Lizards damals Graubrocken getroppt haben. Da sind mir sehr selten mal welche fallen, oder allgemein, wie gesagt, die schwarzen Ritter. Das sind gerne mal Graubrocken troppen. Boah. Eigentlich brauche ich eine Menschlichkeit dafür, also höhere Menschlichkeit, damit ich eine höhere Drop-Rate habe. Und damit die Ritter farme. Joa. Ich gehe mir jetzt Seelen holen, hab den Weg jetzt geöffnet hier und joa. Dann gehen wir erst in die Waffe verbessern. Ich hole meine Seelen wieder erstmal. Nachdem ich meine Seelen wieder habe, dann können wir getrost. Das tat, glaube ich, sehr an den Beinen, wie der gestaucht. Da gibt es noch einen wilder Zombie. Eigentlich bin ich runterfallen. Weh, du fällst hier runter. Weh, du tötest dich jetzt auch. Hi, mein Freund. Ja. Die Gegner kann man auch mit Level 1 töten. Deswegen geben sie auch nur 24 Seelen. Ein paar Seelen haben wir gefarmt. So, gehen wir mal zu den Teilmücken da rum. Dann gehen sie töten. Finde ich cool. So, bumm, bumm, bumm. Nein, komm her, ich muss jetzt echt sanft angehen. Ich darf jetzt echt nicht sterben, weil dann bin ich echt abgefuckt. Wenn ich den Abstand halte. Echt Abstand. Jetzt bin ich am Arsch. Oh mein Gott. So. Das ist reicht, genau. Drop was, Arschloch. Das war heil. Holy moly, war das scharf. Ordentlich Damage. Wäre cool, wenn die nochmal schön vertroppen würden.
war gerade sehr ruhig. Ich bin sehr konzentriert momentan. Damit ich überhaupt meine alten Zähne wieder bekomme. Auch wenn das nicht wirklich hier so schwer wälze. Und noch ein Traumbrocken, jetzt haben wir 4. Wuhu! Das ist cool. Er will mir meinen alten See nicht wiedergeben. Seht ihr das? Er beschützt sie mit seinem Leben. Das habe ich ihn aber jetzt nicht drinnen. So, machen wir noch einen Backstab, dann müsste tot sein. Leider hat er jetzt keinen nochmal getroppt. Wir gehen auch gleich nochmal zurück und werden die anderen Raffarmen, den anderen Rest. Kurz davor gehe ich aber noch den hier töten. Holy moly. Wanderfluch, los. Warum denn das Dreier? Meine Freunde, ihr müsst jetzt zu mir kommen. Ich glaube, die wollen nicht alle. Die haben mich alle geil. Ist ja gleich tot nach einem Schlag. So. Ja, so. Ich werde ganz schnell zum Leuchtfeuer teleportieren. Denn ja. Jetzt wird gerade etwas kritisch. Ich muss gerade jemandem helfen schnell. Und ja, schnell zum Leuchtfeuer und dann sage ich bis gleich. Tudelu! So, da bin ich wieder, meine Freunde. So, jetzt haben wir die 37.000 Seelen. Und gehen zum Schmied. Ja. Bitte mit viel grauen Brocken. Das wollten wir ja. Ich glaube, er spricht ja mit dem Minderwertigen. Tu es nicht mit Johnny! Mach es nicht! Er ist ein hässlicher Neger. So. Warum mache ich das eigentlich? Warum teleportiere ich mich nicht dahin? Dumme Angewohnheit. Dumme Angewohnheit. Eigentlich hätte ich nicht mal zum Feuerschrank. Na doch, zum Feuerschreien hätte ich schon gemusst. Feuerband schreien, weil ich müsste ja zurück teleportieren, nicht mit dem Heimkehrknochen. So. Teleportieren, Gemeinde der Untoten. Nein, Gemeinde der Untoten, ja! Gucken, wie weit wir uns mal verbessern können. So groß sind sie. Hoffentlich wird es jetzt immer stärker. Warum heißt es hier Bezirk und nicht Gemeinde? Naja, gut, vielleicht Übersetzungsfehler von den Machern, aber das ist scheißegal. Also von den Deutsch machen den guten Leuten, ihr wisst schon, was ich meine. Wir sind gut, ja. Auf umwandeln. Großsense. Boah, verstärken. Wo ist es denn? Großsense. So, jetzt haben wir sie auch bis 13. 14 brauchen wir noch 3, also haben wir 7 gebraucht, waren wir nah dran. So, das haben wir schon mal erhöht. Wir treffen schon mal die Vorkehrung für die graue Scholle. Ach nein. Ich bin eh richtig, ja. Aber Upgrade, also aufsteigen kann ich noch nicht. Den Schaden mal ein bisschen boosten. Ist ja schon bei 400 jetzt erreicht. Und jetzt war, kriegt er schon 182 plus. Hat immer noch ein A, hat immer noch ein B-Bonus leider. Ja, aber das macht es nicht. Geht schnell. Oh, da habe ich schon die graue Scholle. Ne, hab ich noch nicht. Die Vorkehrung habe ich hier noch nicht getroffen. Das war auf einen anderen Charakter, glaube ich, den ich vor ein paar Tagen mal gespielt habe, um mich etwas einzuspielen auf das Let's Play wieder. Das sind ja nicht gerade wenig Parts, die wir momentan aufnehmen. Und ich weiß auch leider nicht genau, was ich manchmal reden sollte. Hä? Das ist ja unprofessionell, ich weiß. Das ist sehr hart.
Genau, da müssen wir hin. Und dann darüber. Auch wenn das ein ziemlich kniffliger Part ist, weil kein Schwein würde darauf kommen, dass man darüber rollen muss. Aber den Schlüssel habe ich schon geholt mal. Aber ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen, dass man hier lang kann. So, jetzt sind wir genau. Sieht aus wie ein Ei, oder? Mit roten Händen. Warten. So, jetzt passiert die Sequenz. Und da, oh, das ist ein neues Ei. Warum der gerade das Ei mit? Das ist schon sehr creepy. Und falls ihr den Vogel noch erkennt. Okay, die Sequenz sah schon ziemlich lustig aus. Falls ihr sie noch kennt, das ist Krieger von Anfang, aus der ersten Sequenz. Also aus dem. Genau, ja. Aus dem allerersten Tutorial. Klar, das ist einfach so fallen. Und wo sind wir denn nördlich in Azulta und Tote? Ja, ihr kennt die ja noch. Aus den Tiefen. Den räudigen. Dass sie viel Damage machen. Genau durch diesen Angriff. Kennt es noch. Er wollte es. Heil dich schnell los, Team. So. Weiter geht's. Warum tanzen die eigentlich immer so komisch? Das ist schon sehr krass. Das ist schon sehr, sehr, sehr skurril und ab. Ja, sehr creepy. So, jetzt machen wir mal die Vorkehrung. Ihr kennt ihn noch, den Kampf hier unten. Kennt ihr noch? So. Aber immer wieder etwas Neues gleich kennenlernen. Aber jetzt nochmal, wir müssen es ehrlich nochmal gleich umheilen. Und zwar stürzt jetzt das ein. Denn jetzt kommt der verwirrte Dämon. Auch der Kerker-Dämon genannt. Kennt ihr noch den ersten Dämon aus dem Tutorial? Ja, der kann jetzt Two-Fade schießen, die mega Damage machen. Und der sieht auch abfuck aus. Und ich bin tot! Juhu! Yeah! Das hat super geklappt! Yay! Ich werde die Sturzkontrolle reinnehmen, glaube ich. Ich würde sagen, das erwartet euch im nächsten Part. Damit erstmal. Tschüss, bis demnächst.